Es wird Zeit, Vin wegen der Windschutzscheibe auf den Zahn zu fühlen. Ob ich ihn zum Reden bringen kann? Ich hoffe sehr, das ist bloß Kaffee. Du hast es gefunden. Nicht schlecht? Max! Sorry, das wollte ich nicht. Hast Glück gehabt, es so schnell zu finden. Oh, stimmt. Ja. Ich bin so ein Idiot. Es lag auf meinem Schreibtisch. Heute ist einfach so ein Tag. Ja. Kommen wir zurück zu dem Kuhschädel. Du hast geraten, dass er in Safis Windschutzscheibe gelandet ist. Aber das habe ich dir nie erzählt. Gut geraten? Wie bekommt man sonst einen Kuhschädel in ein abgeschlossenes Auto? Die Dinger sind riesig. Ja. Wieso fragst du mich das? Safi ist schon groß, sie kann ihren Scheiß selber klären. Ist was mit deinem Handy passiert, während es verschollen war? Hä? Oh, nein, alles gut. Ich krieg's bloß nicht entsperrt. Scheiße. Nochmal falsch und das war's. Warte. Du weißt deine eigene PIN nicht mehr? Ich bin noch extrem verkatert. Du hast Glück, dass ich noch weiß, wer du bist. Auf dem Hof ging es dir noch gut. Meine PIN ist das Jahr, in dem ein alter Zaubereiwissenschaftler gestorben ist. Hab sie vergessen. Zaubereiwissenschaftler? Abraxas-Scheiß. Ich dachte damals, es sei cool. Kannst du... Ich weiß nicht. Bin grad nicht in Form. Okay. Vin verheimlicht definitiv etwas. In sein Handy zu kommen, ist meine beste Option herauszufinden, was. Zu verkatert, um seine PIN zu wissen? Hilfe. Gut, dass ich noch einen Vin kenne. Die Person mag es wohl schrill. Und ist vergesslich. Und ihr muss kalt sein. Die Visitenkarte des Therapeuten? Die könnten so einige in der anderen Welt gebrauchen. Zieh eine Karte, irgendeine. Oder so ähnlich.
Shit! Oh! Oh! Max! Du bist's bloß! Was kann ich für dich tun? Was meinst du mit, du bist's bloß? Na, zum Beispiel gibt es einige Leute, vor denen ich mich im Büro nicht betrinken würde. Du, Miss Caulfield, gehörst nicht dazu. Danke. Bin geschmeichelt. Auch einen? Wie viele von denen hattest du schon? Oh, frag besser nicht nach. Geht es um Safi? Safi, Safi, Safi. Alles dreht sich derzeit um Safi. Hierbei geht es nicht um Safi. Merkst das? Ist zwischen uns. Okay. Komm schon. Verbotenes Betrinken mit Kollegen ist sexy. Sei sexy, Max. Nichts liegt mir ferner, als eine Chance zu verpassen, Sexy-Punkte zu sammeln. Jetzt benoten wir also schon Sexiness? Nicht sexy. Okay, minus 5 Sexy-Punkte für mich. Sollten wir nicht lieber auf den Gleisen rumhängen? Dort haben wir damals in der Highschool immer gesoffen. Du bist aus dem pazifischen Nordwesten, oder? Wie ist es dort? Etwas feucht. Mit gelegentlicher Sintflut. Was hast du getan, wenn du nicht gerade auf den Gleisen gesoffen hast? Hauptsächlich fotografiert. Und? Ich bin echt nicht sehr interessant. Das glaube ich dir nicht. Ich mag dich, Max Caulfield. Du wirkst ruhelos. Was? Keine Sorge, das ist gut. Menschen wie du sind besonders. Im Fernsehen vielleicht. Im echten Leben müssen ruhelose Menschen mit ihren ruhelosen Gedanken leben. Ja. Wohl wahr. Ich hab das tatsächlich mal gebraucht. Hm? Danke. Teilen macht Freude. Hey, Vin? Kann ich dich vielleicht mal etwas Seltsames fragen? Ich mach nichts mit Füßen. Verdammt! Tja, das war's mit meinen Plänen. Vin schuldet mir noch einen Gefallen. Also, erinnerst du dich an den Gefallen, den du mir schuldest? Ja. Das kann alles sein, oder? Alles, außer was mit Füßen. Lass hören. Ich brauch die PIN für dein Handy. Was? Du weißt, ich kann die einfach ändern, sobald du weg bist, oder? Du bekommst mein Handy nicht. Das ist okay. Ich brauche dein Handy nicht. Nur die PIN. Stehst du auf? Machtspielchen? Unschuldige junge Männer sollen ihre PINs rausgeben? Gut. Wie du willst. 1952. Danke.
Ich weiß nicht wirklich, wie man die liest, aber mir gefällt nicht, wie die Turmkarte aussieht. Bin mag es also schwarz. Ein Campus ganz für dich. Wow, Jasmine hat ihren ganzen Kalender für Gwens Disziplinarverfahren geleert? Wahnsinn. Oh, niedlicher kleiner Kerl. Er hat einen Theaterpreis gewonnen. Schock. Hoffentlich stimmt die PIN. Aha, geschafft. Sorry, Vin. Ich weiß, das ist ein übler Missbrauch meiner Kräfte. Aber ich muss wissen, ob du was damit zu tun hattest. Essen. Essen. Selfie. Selfie. Selfie ohne Hemd. Sophie. 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 Viele Bilder von Sophie. Ich dachte nicht, dass sie sich nahe standen. Oh mein Gott. Wow. So nah standet ihr euch. Wer warst du überhaupt, Sophie? Ich dachte echt, ich könnte helfen. Ein bisschen rumschnüffeln, rausfinden, wer es auf Sophie abgesehen hat und schwuppdiwupp Fall gelöst, oder? Wofür sonst sind meine Kräfte zurückgekehrt? Wie dumm. Jetzt habe ich noch mehr Fragen als am Anfang. Lucas und seine einstweilige Verfügung. Vin und Sophies Affäre. Gwen ruiniert Sophies Buchveröffentlichung. Ich habe keine Ahnung, was das alles bedeuten soll. Und das Schlimmste ist, ich kann nicht mal mit dir darüber reden. Ich werde dich nicht retten können. Wie damals. Was immer ich tue, es wird schlimmer werden, als ich es mir vorstellen kann. Verdammt, lass mich in Ruhe. Ich kann nicht atmen. Lasst ihm etwas Platz. Bleibt zurück. Er hat eine Panikattacke oder so. Scheiße, ich bin nicht verrückt. Ich weiß, was ich da oben gesehen habe. Hey, ihr Gaffer, verpisst euch endlich. Könntest du ihm etwas Wasser besorgen? Alles okay, Reggie? Alles okay? Fuck. Nach dem, was ich da oben gesehen habe. Reggie, wo oben? Der verfickte Aussichtspunkt. Ja, ich weiß, ich hatte da nichts zu suchen. Ich bin ein verdammter Idiot. Okay. Ich bin nicht sauer. Ich will bloß wissen, was du da oben gemacht hast. Weißt du noch, dein Seminar? Wir
Wir sollten Fotos von etwas machen, das uns Angst einjagt. Na dann. Na eins fürs Befolgen der Anweisungen. Gut. Erzählst du mir, was du gesehen hast? Ich glaub mich selbst. Ein anderes Ich. Er lief rum, versuchte, die Rätselbox zu öffnen, die ich dir gegeben hab. Weißt du noch? Und was wollte dieses andere Du? Ich hab doch nicht mit ihm geredet. Ich bin weggelaufen, Max. Hast du noch jemandem gesagt, was du gesehen hast? Hast du... Loretta, danke. Bringst du Reggie bitte zur Krankenstation? Ja, Miss Caulfield. Wir sehen uns dann später. Kümmer dich einfach um ihn, okay? Danke, Max. Zeit, wieder da hochzugehen. Ich kann das. Er wird mich nicht einfach vorbeilassen, oder? Hey, ich glaube, ich habe etwas am Aussichtspunkt vergessen. Kann ich? Tut mir leid, Miss. Das Gebiet ist gesperrt. Hier gab's ein Verbrechen. Sie müssen warten. Ich gehe besser zum Aussichtspunkt. Hoffentlich gibt es unterwegs eine Stelle, um die Seite zu wechseln. Sieht so aus wie Safis Lieblingsbonbons. Aber ihre heißen Sour Cats, nicht Heartstoppers. Das widerspricht allem, was mich Horrorfilme gelehrt haben, aber ich sollte nach weirdem Scheiß suchen. Wieder da. Scheiße.
ich habe gute Neuigkeiten. Ist was Großes, aber ich kann euch noch nicht sagen. Warum bin ich nicht zu Hause in eine Decke eingewickelt wie ein Burrito? Max, du hast 24 Stunden, bevor die Welt untergeht. Was tust du? Irgendwas ist hier extrem seltsam. Je größer das Kunstprojekt, desto mehr blockiert es den Weg, wenn es umfällt. F im Chat für Zuflucht, eine dreidimensionale Erkundung? Von hier sollte ich es zum Aussichtspunkt schaffen. Ich höre. Scheiße! Ich kenne dich. Kein Wunder, dass Reggie eine Panikattacke hatte. Noch mehr unerklärliche Dinge, die das Universum mir heute präsentieren will. Wenn du was siehst, sag was, oder? Wenn diese Eulen reden könnten. Wenn ich es anfasse, merken die Cops es. Gibt es einen anderen Weg? Hoffentlich glaubt ihr nicht, wir sind jetzt... nicht wahr sein. War das ein Student, dem seine Benotung nicht gefiel? Glaube ich nicht. Die warnen mich gewöhnlich mit einer wütenden, schlecht verfassten E-Mail. Weißt du also,
wer es war? Nein. Wahnsinn. Warum wirkt es, als habe Gwen immer irgendwas Verrücktes am Laufen? Egal in welcher Zeitlinie. Gehst du mir aus dem Weg, Max? Ich versuche dich nicht zu belästigen, ehrlich gesagt. Danke. Vorsichtig, du möchtest gern Kiffer. Scheiße. Ist das Gras seit meiner Schulzeit stärker geworden? Vor meinem Outing hatte ich diesen Chef. Ein Freigeist, der sein Weltbild komplett von kreischenden YouTubern übernommen hat. Ugh. Und ein tobender Transphob. Die manipulieren unsere Kinder, bla bla bla. Natürlich hatte ich Angst, etwas zu sagen. Irgendwas, das er es dann weiß. Aber sobald ich allein war, fand ich die richtigen Worte, um ihn zum Schweigen zu bringen. Ihn so zu erniedrigen, wie er es mit mir tat. Gibt's dafür nicht einen speziellen Ausdruck? Auf Französisch? L'esprit de l'escalier. Der Scharfsinn der Treppe. Ich schätze, das kennst du. Oh ja, eines von Max Corfitz' größten Talenten. Schlussendlich ist mir doch immer eingefallen, was ich hätte sagen sollen. Aber was sagt man zu so etwas? Gwen, was ist das? Ein Videobeweis. Angeblich. Von Jasmin selbst. Verkauf kontrollierter Substanzen auf dem Campus. Moment. Jasmin glaubt doch nie im Leben, dass du Drogen vertickst. Wieso nicht? Das da ist ein Überwachungsvideo von jemandem, der aussieht wie ich und an Studenten verkauft. Jemand, der aussieht wie du? So ein Schwachsinn. Wer dich? Wie denn, hm? Das war nicht ich, sondern mein böser Zwilling. Nein. Nein. Scheiß drauf. Die haben sich schon entschieden. Das meinst du nicht so. Danke, dass du mir glaubst, Max, aber ich hab's satt zu kämpfen und zu beweisen, dass ich hierher gehöre. Lucas schreit seinen Sohn an. Reggie sieht sich selbst in der anderen Zeitlinie. Ist Gwen ein weiteres Opfer der Doppelgängeritis? Oder versucht sie bloß, sich rauszureden? Wenn ich mir die Aufnahmen ansehe, finde ich es vielleicht heraus. Gwen, was? Was machst du da? Ich sag lebewohl. Und fick dich! Caledon, zu Jasmin und dazu mich machtlos zu fühlen. Man muss Katharsis ergreifen, wo man sie findet.
Also, wie fühlt sich Katharsis an? Ganz ehrlich? Beängstigend. Aber naja, es fühlt sich gerade auch großartig an, etwas abzufackeln. Danke, Max. Danke fürs Zuhören. Und danke, dass du mich verstehst. Gwen, warte. Ich muss dich was fragen. Safis Buchdeal sabotiert. Musst du deine Nase immer in alles stecken? Sie ist meine Freundin. Wenn du mich fragst, manche Dinge bleiben besser geheim. Ich muss herausfinden, was Reggie gesehen hat. Oder glaubt gesehen zu haben. Würdest du davon halten, Hannah? Wärst du immer noch inspiriert? War da vorher was? Ich kann mich nicht erinnern. Was zur Hölle? Oh, Miss Caulfield, Sie gehen auch spazieren? Loretta, gibt's keinen anderen Ort, an dem du gerade sein kannst? Bestimmt, aber hier ist es doch gerade so unglaublich spannend. Wie bist du an den Polizisten vorbeigekommen? So wie sie? Scheiße, was ist das denn? Du kannst die sehen? Ja. Hat Reggie die etwa auch gesehen? Nein. Er meinte, er sah sich selbst. Einen anderen Reggie. Gott. Das hätte mich auch umgehauen. Ich wollte eh hier hochkommen, nach dem Selbstmordtipp. Aber Reggie so zu sehen, ich weiß auch nicht. Das war hart. Warte, Selbstmordtipp? Habe ich von einem Cop gehört. Wenn du einen erfolgreichen Podcast hast, weißt du, wie man Leute zum Reden bringt. Wo wir gerade dabei sind. Ich habe eine Spur. Wollen Sie es wissen? Wenn du was weißt, dann sag's mir. Das wollte ich hören. Maya Okada, eine Erstsemestlerin in Safis Jahrgang. Sie waren Freunde. Doch
Dann starb Maya vor ein paar Jahren. Selbstmord. Angeblich. Du glaubst, das ist ein Muster? Vielleicht, ja. Zwei vielversprechende Schriftstellerinnen, beide tot, beide durch Selbstmord. Aber Safi hat sich nicht umgebracht. Wie gesagt, ein Muster. Vielleicht. Eins musst du mir aber erklären. Warum ist dir das überhaupt so wichtig? Safi war meine Freundin. Weil ich es hasse, wenn etwas keinen Sinn ergibt. Ich muss jetzt los.